Ja, das Projekt Aufstehen, 1:45 hat die Vorstellung des Ganzen in den Räumlichkeiten der Bundespressekonferenz gedauert. Mein Kollege Erhard Schärfer war dabei. Erhard, ist denn jetzt irgendwie konkret klarer geworden, worauf Sarah Wagenknecht überhaupt abzielt? Will sie eine neue Partei oder parteiübergreifend eine Bewegung auf der Straße? Was will sie überhaupt? Da sind noch einige Fragen offen, Hans Werner. Wir wissen auf jeden Fall, dass diese Bewegung es sich zum Ziel setzt, eine linke Bundesregierung wieder zu etablieren in Deutschland. Dazu will sie Menschen, die sich teilweise von der Politik abgewandt haben oder die sich anderen Kräften zuwenden, wieder zurückgewinnen für linke Politik. Und deswegen setzt man auch bestimmte Themen, insbesondere Sozialpolitik, in den Mittelpunkt dieser Bewegung, die da jetzt ihren Anfang genommen hat. Und ganz wichtig auch ist der Punkt, dass man dazu natürlich, jetzt habe ich ein klein wenig den Faden verloren und muss mal gucken, wie ich ihn wieder einsammeln kann. Ziel ist es auch, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass man auch die Politik in den Parteien, aus denen man kommt, massiv verändert. Also da drängt insbesondere Sarah Wagenknecht drauf, aber auch Ludger Vollmer haben wir in dieser Richtung gehört und Simone Lange auch. Und sie wollen da besonders auf Positionen setzen, die im Moment in diesen Parteien nicht unbedingt auch die Mehrheit haben. Also das heißt, die Frau Lange ist ja von der SPD. Sie ist ja mit rund 20% als Gegenkandidatin angetreten und hat ja kein schlechtes Ergebnis erzielt. Will sagen, da gibt es auch Sympathisanten bei der SPD oder innerhalb der SPD für dieses Projekt Aufstehen. Kann denn Andrea Nahles, kann die Führung der Sozialdemokraten sich das so einfach erlauben, die zu ignorieren? Die sind da relativ entspannt, was man so die vergangenen Tage mitkriegen konnte, wenn man sie darauf angesprochen hat, auf die Aktivisten, die sich da stark machen. Die SPD hat ja gerade, wenn man so betrachtet, sehr viel schwierigere Zeiten hinter sich Anfang des Jahres, als es um die Debatte große Koalition oder nicht ging. Natürlich gibt es in der SPD auch Kräfte, die eine linkere Politik wollen. Das ist ja das, was hier gefordert wird, dass bestimmte Themen noch weiter in den Vordergrund gerückt werden. Aber im Kern, wenn man sich das anguckt, was diese Sammlungsbewegung will, dem widerspricht ja im Prinzip keiner. Wer ist denn gegen Sozialpolitik, wer ist gegen Friedenspolitik oder wer wäre nicht dafür, dass irgendwie Abrüstung nicht, wer weiß, wie weit getrieben wird. Die Art und Weise, das ist das Problem. Und da hat man ja im vergangenen Jahr schon versucht, auf verschiedenen Ebenen zwischen SPD, Linken und Grünen Wege zu finden. Vor der Bundestagswahl, es hat verschiedene Gesprächskreise auch gegeben, wo man versucht hat, gemeinsame Positionen auch zu finden. Aber die heute hier auf dem Podium gewesen sind, allesamt nicht dabei. Also es gibt ja durchaus im Großen und Ganzen durchaus Übereinstimmung, was so die groben Ziele angeht im Detail. Und da ist diese Bewegung noch einiges schuldig. Im Detail sind hier viele Fragen offen. Das geht nicht nur inhaltlich, sondern offen ist auch, wie diese Sammlungsbewegung denn eigentlich agieren will. Und ob sie ausschließlich im Internet aktiv sein will, ob sie tatsächlich auf die Straße geht mit Kundgebungen und Diskussionen. Es gibt wohl übers Internet demnächst die Möglichkeit, mitzudiskutieren. Das erinnert ein klein wenig an die früheren Zeiten der Piratenpartei, aber wo das dann schlussendlich hinführt und welche Positionen, auch welche konkreten Ziele denn man eigentlich äußern will, über das Allgemeine, was da heute genannt worden ist, hinaus, das ist noch völlig offen. Das Projekt Aufstehen ist also auf den Weg gebracht, aber wo es denn hinführt, ist noch weitgehend offen, sagt mein Kollege Erhard Schärfer. Vielen Dank dafür und einen schönen Tag noch nach Berlin. Besten Dank. Also das war das große Thema heute in der Hauptstadt. Viele Journalisten waren da, weil sie wissen wollten, was Sarah Wagenknecht und ihre Mitstreiter vorhaben. In der Partei selber ist sie durchaus umstritten. Das klang ja in dem Bericht gerade an. Wir wollen mal hören, was ihr Co-Vorsitzender der Fraktion der Linken im Bundestag dazu zu sagen hat. Das ist Dietmar Bartsch. Ich finde, man sollte aufmerksam schauen, was sich dort entwickelt. Ich nehme zur Kenntnis, dass spannende Persönlichkeiten dabei sind. Der Aufruf ist einer, der vergleichsweise breit getragen werden kann. Ich sehe aus meiner Partei, aus anderen Parteien Kritik. Ich sehe Menschen, die mit Enthusiasmus dabei sind. Das Entscheidende ist, wir haben einen Kulturkampf von rechts. Und jede Initiative, die sich dem entgegenstellt und die Linke stärkt, die begrüße ich. Es ist ja ausdrücklich festgehalten im Aufruf, dass es um keine Parteigründung geht. Und wir hatten über Jahre Mehrheiten jenseits der Union. Die sind jetzt abhanden gekommen. Und ich hoffe, dass auch diese Bewegung einen Beitrag dazu leistet, dass es wieder Mitte-Links-Bündnisse auf der Bundesebene gibt. Ich setze mich, seit ich politisch aktiv bin, dafür ein und freue mich über jeden, der das auch tut. Innerhalb der Linken gibt es dort unterschiedliche Sichten. Ich finde, wir dürfen natürlich nichts befördern, was die Linke in irgendeiner Weise gefährdet. Das will auch niemand. Und
Ich wünsche mir, dass die unterschiedlichen Sichten schlicht angenommen werden. Wir haben dort innerhalb der Linkspartei keine einheitliche Positionierung. Und deswegen sage ich, die, die sich engagieren wollen, die mögen es tun. Die, die das kritisch begleiten wollen, die mögen das tun. Ich wünsche mir, dass es einen Erfolg für die politische Linke gibt. Und das heißt, dass wir gesellschaftliche und hoffentlich irgendwann auch wieder parlamentarische Mehrheiten haben. Das wäre gut für Deutschland und gut für Europa. Natürlich hatte ich das Angebot, auch Gründungsaufrufer zu werden, aber ich habe auch in meiner Fraktion sehr unterschiedliche Positionierungen, von deutlicher Unterstützung bis hin zur Ablehnung. Und da ist es meine Aufgabe, dies zusammenzuhalten, produktiv zu machen und für die Stärkung der Linken zu sorgen. Ich hoffe, dass es keine Schwierigkeiten gibt. Es ist völlig klar, wir führen die Fraktion, wir sind demokratisch gewählt und wir werden diese Aufgabe mit dem Staat wieder annehmen. Diese Koalition macht eine solche Politik, dass das dringend notwendig ist.